Liebe Zuschauer, eine neue Ausgabe des Regio-Chats mit Abstand sozusagen. In Corona-Zeiten führen wir Interviews über die Zoom-Technik. So ganz so weit ist er gar nicht weg. Ein paar Kilometer nur. Wir schalten von Urban nach Lahnstein. Wir kennen uns ganz lange, aber wir haben uns länger nicht gesehen und gehört. Und ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Peter Labonte, herzlich willkommen und ein Gruß nach Lahnstein. Ja, herzliche Grüße zurück aus der einzigen Stadt der Welt am Zusammenfluss von Rhein und Lahn. Wir freuen uns immer, wenn Aufmerksamkeit auf unsere kleine Stadt gelegt wird. Und das gibt uns beiden ja die Möglichkeit, mal wieder miteinander zu sprechen. Vielleicht ein Tipp, könnten wir das ja öfter machen, weil hier ist eigentlich immer was los. Unbedingt, das sollten wir jetzt mal vereinbaren. Lahnstein ist ja eine wichtige Stadt in unserem Sendegebiet. Und ganz bedeutend. Absolut. Und Sie sind seit 1995 Oberbürgermeister in Lahnstein, das ist ja schon eine ganze Menge Zeit. Noch ein gutes Jahr sind Sie im Amt. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon mal zurückgeguckt, wie lange wir uns schon kennen, noch aus alten Radiozeiten. Sie waren damals ganz jung und wir kamen drauf, weil unsere Gruppe, die wir beide gerne hören aus alten Zeiten, aber ne, Björn Andreas, 75 jetzt geworden ist. Unglaublich, ne? Unglaublich. Also man sieht, man kann in Ehren ergrauen und trotzdem noch bekannt sein. So fing das ja bei uns beiden auch an. Wir waren ja damals blutjung eigentlich in dem Bereich. Sie ja noch viel mehr als ich. Bei Ihnen sieht man es ja noch gar nicht, bei mir sieht man es schon. Aber das ist erstaunlich, was, wenn man abwesend, was daraus geworden ist. Und wenn man sich dann selber mal zurückerinnert, als ich begonnen habe damals 1986 in der Verbandsgemeinde Adenloch, war ich zumindest stand so in der Zeitung und wurde im Rundfunk gefragt, der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Heute bin ich einer der Dienstältesten, wenn nicht sogar der Dienstälteste. Es ist ja unglaublich, wie die Zeit vergeht. Herr Labonte ist in Eitelborn geboren. Am 6. März 1954 ist er 1995 im Amt. Mit dem Toni Schumacher, Harald Toni Schumacher. Der ist exakt am selben Tag geboren. Wir beide lieben den ersten FC Köln. Also liebe Zuschauer, Sie merken schon, man kann mit einem Politiker auch ganz menschlich, ganz normal sprechen. Der Peter Labonte ist Mann des Volkes, sonst wäre er auch nicht so lange erfolgreich immer wieder gewählt worden im Amt. Aber jetzt kommen wir mal zu Lahnstein. Ich war neulich beim Friseur in Lahnstein und habe gedacht, mein lieber Mann, die Innenstadt verändert auch in Lahnstein ein bisschen. Also da fehlt es in der Fußgängerzone an Leben. So war mein Eindruck, der an anderer Stelle der Fall ist. Ich höre, dass es einen ganz tollen Lidl gibt jetzt, neben dem sowieso sehr erfolgreichen Globus oben in Lahnstein. Ja. Aber die Innenstadt, was ist, fangen wir damit mal an, was ist mit der Verödung der Innenstadt in Lahnstein? Gehen Sie das an? Haben Sie das auf dem Schirm? Und vor allem, haben Sie als erfahrener Politiker ein Rezept dagegen? Ja, gäbe es ein Rezept, dann hätten es andere auch schon erfunden. Die Situation ist in Lahnstein ähnlich wie in den Städten wie Mayen, wie in Andernach, wie in Bendorf. Überall hat man das gleiche System, dieselben Probleme und die Innenstädte veröden einen. Das ist richtig. Und ganz spannend wird ja zurzeit die Stadtmitte sein, denn mit dem Hafen mitten in der Stadt an der Lahnmündung wollen wir ja nicht nur uns auf die Bundesgartenschau im Jahr 2029 vorbereiten, sondern wir wollen dann unsere Stadtentwicklung damit auch abschließen, sodass wir vom Süden bis zum Norden unserer Stadt eine vollkommen neue Stadtentwicklung haben. Das zieht Menschen in unsere Stadt, selbstverständlich, und die gehen auch einkaufen. Und insofern können wir versuchen, gemeinsam mit unserem benachbarten Oberzentrum Koblenz, das müssen wir ja immer sehen, wir können ja mit Koblenz nicht konkurrieren, aber wir können uns gegenseitig ergänzen. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Weg gefunden. Aber ich glaube, die Stadt hat sich enorm verändert. Nur leider die Innenstädte, generell Innenstädte haben Probleme. Und das sieht man ja gerade in der derzeitigen Corona-Pandemie ganz besonders, wie sensibel dieses Gebilde ist. Ich hatte mich im Vorgespräch oder in der Vorbereitung gefragt, was ist eigentlich aus dem Kurzentrum geworden? Als Kind, als Jugendlicher war ich immer oben im Schwimmbad, das war dann eine ganz tolle Anlage, das Dorinth-Hotel damals, und es ist ja auch schon wieder Jahrzehnte her. Damals war Lahnstein ein Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb, so hieß es damals. So ist es, ja. Ich wollte Sie noch mal fragen, weil ich das, wie gesagt, bei der Recherche
mich gefragt habe, dass ich das gar nicht weiß, wieso ist das überhaupt stillgelegt worden? Warum ist diese Thermalquelle, die es ja damals da oben gab, das Wasser wurde hochgepumpt von der Victoria am Rhein, warum hat man diese wunderbare Idee und dieses Kurzentrum, aus meiner Sicht lief das doch damals immer sehr gut, warum ist das damals aufgegeben worden? Was Sie konkret ansprechen, ist das Thermalbad. Das bedauern wir sehr, weil das Thermalbad gehörte nie der Stadt und gehört auch nicht der Stadt, ist aber von den damaligen Eigentümern leider nicht auf dem Stand gehalten worden, den man für einen solchen Badebetrieb auch erwarten kann und musste dann auch, weil es einsturzgefährdet war teilweise, musste es zwangsweise geschlossen werden. Es hatte leider Gottes keine Zukunft mehr. Wir, das ist das Land Rheinland-Pfalz, das ist die Stadt Lahnstein und das war der Eigentümer dieses Hotels, ein Konzept gehabt mit dem Neuaufbau dieses Thermalbades. Dieses Konzept ist untermauert worden, ein Drittel Zuwendungen des Landes, ein Drittel hätte die Stadt Lahnstein eingebracht und ein Drittel brauchte der Inhaber, der Eigentümer, nur aufzubringen. Zu einer Zeit, da hatten wir in Koblenz noch keine Bundesgartenschau und es gab die Bad Emser Therme neu noch nicht. Das heißt, sehr, sehr gute Rahmenbedingungen. Die Finanzierung war geklärt. Wir haben schon gemeinsame Pressetermine gemacht dort oben. Aber leider hat der Eigentümer diese Überlegungen nicht weiter verfolgt. Und so dümpelt das dort oben leider Gottes vor sich hin. Und dieses ehemalig wirklich attraktive Thermalbad ist eher eine Bauruine geworden, die besser weg wäre, weil sie schadet dem Image des Hotels, sie schadet dem Image unserer Stadt. Und auch da hatten wir eine Förderung damals ermöglicht. Wir hätten die Abrisskosten sogar noch gemeinsam mit dem Land gefördert bekommen. Auch das ist nicht passiert. Und insofern bedauern wir das sehr und hoffen, dass wir jetzt durch die neuen Ideen mit dem Heilwald, durch das sehr tolle Engagement des Bruckerhauses dort oben, die Gesellschaft für Ernährungsberatung, die einen tollen Job machen. Ja. Ebenso die Klinik Lahnhöhe, ein fantastisches Haus für Psychosomatik, für Orthopädie. Großartige Arbeit wird dort geleistet. Also der Rahmen ist gegeben und wenn wir dort den Heil- und Kurwald etablieren können mit einer Anlaufstelle, dann wird das auch zu einer vollkommenen Umkehr der Nutzung in dem Bereich führen und die Wohnwerte der Menschen dort oben können erhalten. Das ist unser Ziel. Die Sendezeit ist schon wieder fast um. Ganz kurz noch, wir haben Sommer. Erste Frage, wir haben es eben schon erwähnt, das tolle Freibad. Auch das ist ein Tipp, ne, für alle, die Freibad suchen, muss man sagen. Ich kenne es gut, man hat einen tollen Blick runter ins Tal auf Schloss Stolzenfels. Ja. Weitläufig, also coronamäßig eigentlich gut Abstand zu finden. Das Bad ist im Betrieb. Man muss online eine Karte kaufen. Richtig. Man muss online eine Karte kaufen. Es können 500 Menschen morgens in das Bad und 500 nachmittags. Morgens haben wir so ein Zeitfenster von 9:30 bis 14 Uhr. Dann ist eine Stunde Pause. Dann wird das Bad gereinigt, desinfiziert. Und ab 15 Uhr bis abends 19:30 Uhr ist das Bad dann wieder geöffnet. Und insofern haben wir einen Hygieneplan, wir haben eine entsprechende, wir haben Abstandsregeln, wir haben das Bad so konfiguriert, dass man gefahrlos dort schwimmen kann und sich aufhalten kann. Aber man muss per Online-Ticket sich einbuchen. Damit machen wir auch die Nachverfolgungsmöglichkeit, die wir sonst händisch hätten machen müssen. Aber wir konnten seit dem 13. Juni täglich unser Freibad öffnen. Es gibt ja noch eine andere Überlegung. Man hat jetzt aktuell wieder gelesen und auch gehört, dass Menschen im Rhein oder in Flüssen ertrunken sind. Und wir wollten gerade in einer Zeit, wo nicht jeder in den Urlaub fahren kann oder will und zu Hause Urlaub macht, natürlich auch ein Angebot vorhalten, damit man gar nicht erst in die Flüsse steigen muss, sondern wir haben hier ein Freibad, das sehr modernes, für klein und groß etwas hat. Und ich denke, das ist viel, viel besser, einen geordneten Regelbetrieb in einem geöffneten Freibad, als eine ungeordnete Zusammenrottung irgendwo an Flussufern, wo dann unter Umständen aufgrund der Strömungsverhältnisse, die im Rhein ja besonders sind, dann Todesopfer zu beklagen sind. Rotschild ist im Moment nicht in Betrieb und der Turm auch nicht, aber das ist ja kein Problem. Also ja. Freizeittipp. Und Sie merken, liebe Zuschauer, der Herr Labonte hat, das wissen Sie vielleicht nicht, eine Medienvergangenheit. Er war mal Pressesprecher
Und Sie merken, wir können mit Ihnen noch eine Stunde weiterreden. Mein Regisseur ist schon ganz ergraut hinter der Kamera, weil die Sendezeit vorüber ist. Wie, soll man schon aufhören? Leider. Wir können es ja wiederholen. Wir können ja gerne nochmal miteinander sprechen. Absolut. Also, das macht ja Spaß. Macht erstens Spaß. Kennen wir uns gut, wir haben uns lange nicht mehr gesehen und so hätten wir auf der Basis auch die Chance, ab und zu uns mal zu treffen. Und vielleicht gibt es ja interessante Neuigkeiten, die die Menschen interessieren. Warum nicht? So vereinbaren wir das jetzt, Herr Laponte. Absolut. Ja. Ich wage, wir hören uns bald wieder. Es gibt viele Themen noch, zum Beispiel, was Sie alles an ehrenamtlichen Dingen machen bei der Kriegsgräbervorsorge, Fürsorge und beim Städtetag und wo auch immer. Das werden wir alles beim nächsten Mal besprechen. Letzte Frage. Oder wenn Sie nach Lanschein kommen wollen, jetzt in Corona-Zeiten, wir haben auch ein kulturelles Angebot. Während anderswo die Hallen zu waren, haben wir die Möglichkeiten gesucht, die Hallen zu öffnen. Bei uns finden Veranstaltungen, wir machen Theatersommer, wir haben ganz, ganz tolle Events hier, Kulturevents, LANEC Live wird LANEC Light und vieles andere mehr. Wir haben es hier ein Picknick am Rhein ohne Flammen für 350 Menschen mit Musikbegleitung. Also hier ist eigentlich immer was los, man muss nur kommen. Sie merken, ein Bürgermeister, ein Oberbürgermeister voller Leidenschaft für seine Stadt, das ist super. Aber auch ein so agiler Oberbürgermeister muss mal Ferien machen. Deswegen die Frage, wohin geht's in den Sommerurlaub? Das weiß ich leider noch nicht. So wie es aussieht, werden wir in unser geliebtes zweite Heimatland, das ist die Türkei. Wir haben einen türkischen Schwiegersohn, wir haben dort ein kleines Ferienhäuschen. Wir werden dort wahrscheinlich in diesem Jahr nicht hinfahren können. Aufgrund der Reisewarnungen und aufgrund der Corona-Situation, das ist sehr, sehr bedauerlich. Aber es gibt uns dann die Möglichkeit, vielleicht mal zu meinem Bruder zu fahren. Der wohnt in Plön, mein Sohn wohnt in Hamburg, der andere in Erlangen bei Nürnberg. Wir haben Familie meiner Frau, ist aus Adenau am Nürburgring. Das ist auch eine wunderschöne Gegend. Also wir werden die Zeit gut verbringen. Wir werden sie dann in Deutschland verbringen und hier zu Hause in Lahnstein natürlich versuchen, auf die Veranstaltungen zu gehen. Und dann hoffe ich, dass ich Sie alle treffe, die jetzt heute zugeschaut haben. Denn es ist wirklich etwas geboten hier für jeden Geschmack, für alt und jung. Und es lohnt sich, an die einzige Stadt der Welt am Zusammenfluss von Rhein und Lahn, nämlich nach Lahnstein, zu kommen. Super, vielen Dank, Peter Labonte. Er ist in der dritten Amtszeit seit 1995 im Amt, der Oberbürgermeister der Stadt Lahnstein. Einen schönen Urlaub und wir hören, haben wir ja gerade gesehen, sehen uns bald wieder. Ne? Ich würde mich freuen, gerne. Ja, tschüss nach Lahnstein, tschüss Herr Labonte. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Und danke an Sie zu Hause fürs Zuschauen. Der Regio-Chat bald wieder auf diesem Kanal.